Die Freistellung in der Steuerberaterprüfungsvorbereitung. Eine Phase, wo du auf der einen Seite noch eine ganze Menge für deinen Prüfungserfolg im Oktober bewirken kannst, wenn du natürlich auf die richtige Art und Weise an den für dich richtigen Themen arbeitest und auf der anderen Seite die neu gewonnene Zeit häufig nicht mehr richtig effektiv eingesetzt wird, weil man nicht so richtig weiß, woran soll ich jetzt eigentlich arbeiten. Die Masse an Stoff ist einfach viel zu groß, das Angebot ist viel zu groß und die Freistellung dann eben nicht erfolgreich eingesetzt wird. Worauf kommt es nun also in dieser Freistellung konkret an? Um dir das zu beantworten, auf den Punkt gebracht, haben wir für dich einen extra Kurs entwickelt, den sogenannten Kurs Freistellungsguidelines. Den Link dazu blenden wir dir jetzt einmal ein. In diesem Kurs wollen wir dir eben konkret all diese Fragen für die Freistellung beantworten. Worauf kommt es da konkret an? Wir sprechen über die verschiedenen Phasen in der Freistellung. Was gibt es da zu beachten bei der Planung, aber insbesondere natürlich auch bei der Durchführung? Egal, ob du schon in Freistellung sein solltest oder das Ganze noch vor dir liegt, zeitlich gesehen, dann wirst du viele wichtige Informationen mitnehmen, die du dann hoffentlich auch für deinen Prüfungserfolg im Oktober einsetzen kannst. Darüber hinaus haben wir natürlich noch viele weitere, auch fächerübergreifende, inhaltliche Themen mit reingepackt, damit du möglichst viel Mehrwert von diesem Kurs mitnehmen kannst. Was genau, das werden wir jetzt im weiteren Verlauf des Videos besprechen. Viel Spaß damit. Und damit hallo und herzlich willkommen zum heutigen YouTube-Video. Der Kurs Freistellungsguideline soll dir auf den Punkt gebracht beantworten, was du für deine Freistellung berücksichtigen musst. Egal, ob die Freistellung jetzt in zeitlicher Hinsicht noch vor dir liegen sollte, also du in den kommenden Wochen erst in die Freistellung gehst, schon mittendrin sein solltest, ob kurzfristig oder schon seit mehreren Wochen oder vielleicht Monaten oder die Freistellung vielleicht auch erst im kommenden Jahr bei dir erfolgt, weil du erst das kommende Jahr anvisiert hast für dein Examen. Denn diese ganzen Punkte, die wir da besprechen wollen, sind für jede Phase der Freistellung und deren Planung von immenser Bedeutung. Denn wir wollen die verschiedenen Phasen einmal beleuchten, worauf kommt es dabei an und was gilt es da für dich vor allem zu beachten und dann natürlich auch zu implementieren und umzusetzen, um diese Phase, die wie gesagt verdammt wichtig ist, auch für eine erfolgreiche letzte Phase der Prüfungsvorbereitung zu nutzen. Die Freistellung ist ein Booster, was das Thema Zeit anbelangt. Aber diese Zeit müssen wir natürlich jetzt sinnvoll verwenden, weil wir ansonsten natürlich auch keine überproportionalen Fortschritte erzielen werden. Die meisten haben nämlich das Problem, du hast jetzt mehr Zeit, aber der Grad von Effektivität, das heißt, wie viel nimmst du quasi pro Zeiteinheit oder wie viel erzielst du pro Zeiteinheit an Fortschritten, ist häufig in der Freistellung viel, viel geringer als in der Phase davor, sodass du vom Gesamtoutput her gar nicht unbedingt viel mehr performst bzw. an Fortschritten erzielst. Was sind die verschiedenen Phasen? Zunächst einmal natürlich in dieser Planungsphase geht es darum, Effektivität und Struktur reinzubekommen, dass du genau weißt, was sind die Themen, an denen ich arbeiten muss. Was sind die Tools, Techniken, Tricks, die du implementieren solltest, damit du in der Freistellung richtig priorisierst, richtig auf die richtige Art und Weise an den Themen arbeitest bzw. generell daran gehst, damit du von dieser Masse an Stoff einfach auch nicht erschlagen wirst, sondern das Ganze für dich eben auch schön portionieren und mit den richtigen Schwerpunkten versehen kannst. Dann ist eine Phase natürlich ganz besonders wichtig, nämlich die der Klausuren. Jeder spricht immer über Klausuren und viele sagen auch immer, es kommt nur auf Klausuren drauf an. Möglichst viel, viel bringt viel. Möglichst über 50 Klausuren zu schreiben, dann bist du gut vorbereitet. Nein, das definitiv nicht. Das kann man auch so drastisch sagen. Klausuren isoliert machen dich definitiv nicht erfolgreich. Trotzdem benötigen wir diese Klausuren, um in der Prüfung gut zu performen. Aber es ist viel, viel wichtiger, dass du dir im Klaren darüber wirst, was sind denn eigentlich die Ziele, die du mit den Klausuren verfolgst und wo passieren eigentlich die Fortschritte, die du mit diesen Klausuren erreichen möchtest. Die passieren nicht beim Klausurenschreiben.
Und wenn du dann so oberflächlich rangehst, zu sagen, ja, ich schreibe jeden Tag eine Klausur, ich schreibe vielleicht sogar manchmal, was man so hört, 2 Klausuren an einem Tag, dann weißt du schon, dass du auf dem Holzweg bist, weil das wird auf jeden Fall nicht funktionieren. Das ist einfach nur ein planloses Vorgehen mit dem Kopf durch die Wand. Das solltest du auf jeden Fall vermeiden. Stattdessen gibt es Dinge, auf die du dich konzentrieren solltest mit den Klausuren, die du damit erreichen willst oder wirst, wenn du das auf die richtige Art und Weise angehst. Wie gesagt, Klausuren sind sehr wichtig, aber nicht das blinde Allheilmittel, wie häufig dargestellt. Dann gibt es natürlich noch die Inhalte, auch in dieser Phase. Gerade jetzt in den Sommermonaten ist es von verdammt großer Bedeutung, diese großen Themen anzugehen. Betriebliche Umstrukturierung, Umwandlungssteuer, Abgrenzung von diesen Themen ist verdammt nochmal wichtig, weil das die großen Fälle sein werden in dem Examen, auch bei dir. Da kann man die Hand fast schon für ins Feuer legen, in welcher Art und Weise auch immer. Das sind die Fälle Gesellschafter oder Wechsel im Gesellschafterbestand, also Gesellschafter Eintritt, Austritt, Wechsel, Realteilung ist mit dabei, ne? Dieses ganze Bereich Umwandlungssteuern, Umstrukturierung. Da gilt es vor allem nicht, die einzelnen Themen nur zu beherrschen, sondern ganz entscheidend für deinen Prüfungserfolg. Und deswegen ist das auch ein ganz besonderer Goldnugget, den wir damit reingemacht haben in den Kurs, ist es, das vernünftig abzugrenzen. Weil wenn du am Startpunkt stehst, dann ist es wichtig, ob du links rum gehst, den Fall so löst oder ob du sozusagen rechts herum gehst, weil du dann teilweise gar keine bis wenige Punkte nur bekommst für das Wissen, was du zu Papier bringst, weil du dich in eine ganz falsche Richtung beim Lösungsweg entwickelst. Und das gilt es tunlichst zu vermeiden. So ehrlich muss man sein, du wirst innerhalb eines Falls nicht alle Punkte holen. Das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Viel wichtiger ist aber, dass du erkennst, bei den Fällen, was muss hier geprüft werden, welches Wissen kann ich hier sozusagen zu Papier bringen, denn als konkretes Beispiel, wenn du die Betriebsausspaltung nicht erkennst, dann kannst du zu den ganzen Punkten, wo du Wissen hast, gar nicht Stellung beziehen, und deswegen sind diese Abgrenzungen von verdammt großer Bedeutung. Auch ein wichtiger Punkt, den wir hier intensiv bei dieser Phase mit besprechen werden. Und dann natürlich die letzte Phase vor dem Examen, das Stichwort Wiederholung. Viele laufen blind im letzten Monat in die Kurse rein, Intensivkurs 1, Intensivkurs 2, viel bringt viel. Mach dir bewusst, was du da eigentlich erreichen möchtest im letzten Monat. Du hast 15, 18 teilweise Monate für die Examensvorbereitung an Zeit investiert, in Fortschritte investiert, und du hast sicherlich auch Fortschritte gemacht oder bist dabei, diese zu machen. Da musst du nicht im letzten Monat jetzt noch auf Teufel komm raus versuchen, das über Klausuren irgendwie reinzuprügeln, wo du gar keine Zeit hast, diese überhaupt vernünftig nachzubereiten. Sondern es geht darum, diese Fortschritte, die du in den Monaten zuvor erreicht hast, erzielt hast, diese auch abrufbar zu machen. Denn wenn du ehrlich zu dir selber bist, die Fortschritte, die du jetzt machst, die du vor einem Monat oder auch vor 3 Monaten gemacht hast, die wirst du nicht abrufen können, wenn du nicht gezielt und strukturiert in die Wiederholung kommst. Wenn du das Wissen nicht abrufbar machen kannst, wie funktioniert das Ganze, worauf kommt es an, das besprechen wir natürlich auch sehr, sehr intensiv eben in diesem Videokurs, den wir für dich bereitgestellt haben. Wie du hoffentlich schon gesehen hast, alles mit dabei, worum es eben in dieser Freistellungsplanung und Durchführung geht. Wenn du dazu Rückfragen hast, schreib uns gerne eine Nachricht, und ansonsten hoffen wir, dass wir dir mit diesem Kurs nochmal den notwendigen Input geben konnten, damit du die letzten Monate vor dem Examen nochmal richtig wirkungsvoll nutzen kannst, damit auch du im Oktober richtig gut performst und dein Examen erfolgreich gestaltest. Den Link dazu blenden wir dir nochmal ein, und dann wünsche ich dir viel Spaß und viel Wissensfortschritt mit deinem Freistellungskurs.